Willkommen zurück zu Stronghold Legends. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir müssen hier in der Burg einmal den Lancelot aufsuchen. Denn Lancelot hat sich in letzter Zeit gedacht, hey, machen wir doch mal was mit Guinevere, mit der Königin. Ja, das hat natürlich Artus nicht ganz so gut gefallen. Weswegen er versucht hat, Guinevere zu verbrennen auf dem Scheiterhaufen, was Lancelot aber nicht zugelassen hat. Er hat sie entführt und hierher gebracht und jetzt müssen wir hier hin und ihm mal ordentlich die Meinung sagen. Angefangen haben wir dabei auch schon. Wie ihr seht, wir haben hier schon das Torhaus vom ersten Wall ordentlich aufgerieben. Allerdings machen uns die Manken hier hinten ordentlich zu schaffen. Und ich überlege jetzt schon ein bisschen, was ich jetzt machen werde. Erstmal werde ich die Geschwindigkeit... Ach, nö, die ist okay. Ich könnte ja... Wir haben ja das Schild wieder. Mit diesem Rambock losfahren und versuchen, das Tor anzugreifen. Und währenddessen meine Bogenschützen und meine Nahkämpfer hier reinzuziehen und meine Bogenschützen auf diesen Turm zu bringen. Ich glaube, das versuchen wir mal. Komm, das versuchen wir einfach mal. Ich habe gespeichert, dementsprechend, falls was schief läuft. Läuft halt schief. Baumeister zu Diensten. Und ihr... Männer an die Waffen! Nur... Bereit! Genau, ihr. Und das ist mir egal, ob das alle sind. Jetzt nutzen wir dann doch mal diese Fähigkeit, dass die... Wieder marschieren wir! Im Fall der Fälle alle gleich schnell laufen. Wobei, das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Oh ja, guck, nee. Die und die, genau. Die, ihr fangt an. Ihr lauft vor, um die hier ein bisschen aufzuhalten. Ihr haltet auch einiges an Bogenschützenbeschuss aus. Bereit! Aye, Sire! Für seine Lordschaft! So, und dann... Fahrt ihr mal hier mit hin. Und zwar nach dort. Ziehen jetzt los! So, und ihr reitet nach hier vorne. Denn wir müssen ja natürlich... Ja, da geht es jetzt schon los Unsere mit dem... Unsere Truppen werden angegriffen. Naja, das ist aber okay. Damit können die leben. Aber da kommen die Manken. Und, ich habe keine Ahnung, warum das hier gerade so ruckelt. Es liegt nicht an meinem... Also es kann nicht an meinem Rechner liegen, das kann ich euch versprechen. Denn... Das dürfte kein Problem eigentlich sein. Schnell! Ja, ihr dürft beide... Hallo? Möchtest du mitreiten? Hallo? Ach, musst du da stehen, um das Schild aufrecht zu halten, oder was? Ah, das ist ja interessant. Ich habe keine Ahnung, warum das ruckelt. Mein Rechner hat eigentlich nichts zu tun im Hintergrund und normalerweise ruckelt es ja nicht so, das Spiel. In Bewegung. Ja, und wenn ihr mal lauft, ist das Bewegung. Sehr toll. Weil dann könnten die da oben nämlich schon mal anfangen, vielleicht die... ja. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr anfangt zu schießen. Genau. Unsere Schwerter sind die euren! Sire, befehligt uns! Geht mal nach hier. Wir hatten doch noch irgendwelche Billo-Leute, hatten wir doch eigentlich, oder? Dachte ich. Okay, jetzt kannst du Sire, dich mal verziehen. Namen. Und ihr... Wartet mal, ihr lauft mir mal ganz kurz nach dort Niemand oben. Kommt vorbei. Habt ihr hier langsam... Könnt ihr nicht... Wie ist denn das? Könnt ihr mal Euer hier Zeichen, so... Sire?
euch mit dem Bogenschützen? Könnt ihr bis nach dort? Könnt ihr das zerschießen? Das wäre sehr toll. Ja, sehr gut. So. Na, das läuft doch langsam. Okay, aufwärts nach hier oben. Wartet mal. Hier, geht mal bitte. Ah, super. Attacke! Ziehen los! Neue Befehle, Sire? Ihr geht mit nach hier. Die Geniere vorwärts! Wir kümmern uns darum! Auf euren Befehl! Hier nach dort. Erwarte Befehle! Und ihr ebenfalls mal auf. Hier, ihr nach. Ach, da oben stehen schon welche. Sehr gut. Dann bitte hier hoch. Ja, ihr könnt denn mal nach dort laufen. Könnt ihr dort hochlaufen? Guckt mal, da ist eine Treppe. Ihr seid so dumm. Ah, seid ihr dumm. Und ihr lasst euch jetzt auch die ganze Zeit einfach wegschießen? Das ist aber auch nice. Weil ihr irgendwelche kruden Wege lauft. Hochlaufen, laufen, laufen. Nicht kämpfen, laufen. Ja, schaut mal, wenn ihr nach dort lauft, könnt ihr kämpfen. Mann, 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 manchmal möchte man die echt nur hauen, die Gegner. Und werdet ihr mal... Okay. Sire, befehligt uns. Neue Befehle, Sire. Hier hoch, lauft. Angriff. Ihr beschießt dort jetzt die da die ganze Zeit, oder was? Na gut, pass auf, dann lauft mal nach dort. Du darfst auch mal nach dort fahren. Leute, da oben, nicht irgendwelche Randoms angreifen. Gott, das ist echt eine Sache, dass die unterwegs erstmal alles angreifen müssen, ist ein bisschen sehr nervig. Ja, oh Mann, Leute, da sind Gegner. Männer an die Waffen! Ignoriert die Leute dort vorne, da wäre ich euch sehr dankbar. Schwertkämpfer, vorwärts! Bereit! Da war auch plötzlich schnell. Unsere Truppen werden angegriffen. Wo ist der Feind? Unsere Schwerter sind... Ignoriere ihn. Mit erhobenem Haupt! Sire, befehligt uns! Neue Befehle, Sire? Ach, Leutchen, ihr seid so anstrengend. Laufen. Schön. Schön. Ach, ist das angenehm. Ich liebe das. Es ist so toll. Naja, was auch immer. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt die so weit wegzurocken. Bewegen uns! Kann man, muss man eigentlich nichts mehr groß zu sagen, ne? Also, ihr habt ja gesehen, dass die sich hier teilweise sehr angestellt haben. Einfach wegen, weil die KI immer der Meinung ist, ey, da läuft wer dazwischen lang, den greife ich mal im Nahkampf an. Welche Prüfung erwartet uns? Wie lautet der Plan? Brechen auf! Baumeisterabteilung zieht los! Erwarte Befehle! Für Ruhm und Ehre! Ja, Sire! Genau nach Plan! Gehen los! Genau! Wir kämpfen tapfer! Ja! Irgendwelche Randoms angreifen ist genau das, was ihr immer machen wollt. Gawain zu euren Diensten. Lordschaft? Ah, wir haben es geschafft. Mann, 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 Mann. Eine Mission mit vielen Hindernissen. Rucklern und einer sehr, teilweise sehr dämlichen KI. Aber ansonsten gingen die Festung, muss man sagen. Ja, habt das? Als wir gut. Die Mauern von Joyeuse Garde durchbrachen, forderte Sir Gawain Lancelot zu einem Duell heraus, um die Leben seiner Brüder zu rächen.
Diese beiden Ritter waren einmal die treuesten Verbündeten, aber nun kämpften sie als Feinde mit dem blanken Schwert gegeneinander. Noch in demselben Moment, in dem Lancelot den Todesstreich gegen Gawain führte, brach er weinend über seinen toten Freund zusammen. Bis zur Morgendämmerung hielt er an Sir Gawains Leiche Totenwache und verschwand dann ohne ein Wort. Was? Man hat ihn... Was? Genau. Wir greifen seine Festung an, weil er Guinevere, weil er erstmal den König betrogen hat, mit der Frau des Königs geschlafen hat, dann diese Frau von ihrer Strafe, die Strafe entführt. Also man hat sie nicht bestrafen können. Ob die Strafe richtig ist, sei mal da völlig dahingestellt, aber ne, so ist halt die Geschichte. Sie soll bestraft werden, er hat sie entführt, hat sie beziehungsweise gerettet, hat sie in die Burg gebracht. Wir haben angegriffen, um Rache zu üben. Dann, wir machen alle seine Männer tötet, seine Burg machen wir kaputt, wir stehen mit mehreren Leuten vor ihm. Er macht ein Duell, gewinnt und verschwindet dann einfach. Ja, genau. Ah, schön. Nächste Mission. Artus wird schmerzhaft vermisst, Sire. Da die meisten Truppen außer Landes sind, wurde die Krone von den Truppen Mordreds und Morgan Le Fays an sich gerissen. Artus Halbneffe sitzt nun auf dem Thron. Ihr habt nur wenige Soldaten und der Verlust so vieler guter Ritter hat die Männer entmutigt. Ihr müsst euch neu gruppieren, eure Armee aufbauen und euch Mordred in der Ebene von Salisbury stellen. Na, das klingt doch mal nach einer Aufgabe. Wir haben ehrbare Männer verloren. Männer, mit denen ich Seite an Seite gekämpft habe. Männer, die ich als Brüder und Freunde angesehen habe. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihr Leben gegeben haben, damit wir alle unter der Ferse dieser geifernden Harpie und ihres heimtückischen Nachkommen zertreten werden. Bis zu meinem letzten Atemzug gehört mein Schwert euch. Nutzt es, um Mordred ein verdientes Ende zu bereiten. Nun los, auf zur Salisbury-Ebene. Vermutlich wird es auch in einem Duell enden, nachdem wieder einer der beiden Parteien einfach verschwindet. Tötet Mordred, euer Burgherr stirbt. Das wäre nicht so gut. Banditen werden versuchen, eure Wirtschaft aus dem Gleichgewicht zu bringen. Vernichtet ihr Lager oder blockiert den Weg zu eurer Burg. Ihr müsst schnell eure Verteidigung errichten, da Mordred keine Zeit verschwenden wird, ehe er angreift. Die Einnahme von nahegelegenen Dörfern wird eure Burg mit wertvollen Gütern versorgen. Mordred ist gut bewacht. Es ist eine große Streitmacht vonnöten, um ihn zu besiegen. Überstürzt nicht, bereitet eure Armee gut vor. Versucht den äußeren Ring Bogenschützen auszuschalten, bevor ihr euch drinnen um den Rest kümmert. Ja, das macht Sinn. Eine solide Verteidigung ist entscheidend. Eine einzelne Mauer wird von Mordreds entschlossenen Angriffen sofort durchbrochen. Na, super. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren. Schön, schön, oh, schön. Eine Mission, wo ich bauen kann. Wir haben hier oben Stein, hier haben wir einen Wald. Was haben wir denn noch? Wir haben Wald, Wald, Wald. Ganz viel Wald. Hier oben ist Eisen, das gehört aber zu diesem Landstück und da sind Banditen. Okay. Hier ist ein Landstück, was nichts außer... Ne, doch, hier ist Stein in dem Landstück. Hier ist nichts. Stonehenge, das wird Mordred sein? Ja. Ist das eine Verteidigung? Das, also, ich beschwere mich nicht. Wäre natürlich sehr schön. Gibt's noch andere Banditen, auf die ich achten muss? Oder ist dies hier oben das erste und einzige Banditenlager? In Ordnung. Das bedeutet, da müssen wir... können wir bestimmt einen Wall ziehen. Wenn wir hier einen Wall gezogen haben... Okay. Gut, gut. So. Wir haben das Spiel verlangsamt. In der Aufbauphase brauche ich meine Zeit. Hier unten war der Stein, genau. Sire, der gemeine Mordred hat sich in einem alten Erdwerk nördlich der Ebene verschanzt. Der gemeine Mordred. Wir haben hier noch nicht genügend Truppen, um ihn zu konfrontieren. Wir sollten hier eine Festung bauen und warten, bis wir stark genug sind, um ihn anzugreifen. Wir haben primär momentan gar keine Festung. Um das mal kurz hier verlauten zu lassen. Hallo? Leute kommen auf die Schön. Burg. So, du... Ihr beide? My Lord!
reitet geschwind nach dort oben. Wir sorgen nämlich gleich mal dafür, dass wir hier... Also ich versuche das gleich mal zu übernehmen. Dann können wir vielleicht auch gleich schon mal dort oben den Weg blockieren. Ne? Das wäre natürlich ideal, wenn wir das hinbekommen können. Vielleicht kriegen wir auch gleich mit den Leuten, mit den beiden dort schon das Lager ausgeschaltet. Das wäre natürlich noch geiler. So. Wir werden erstmal den Großteil unseres Geldes in Holz ausgeben, um die Produktion anzukurbeln. Und die schöne idyllische Musik. Ah, oh, das finde ich, also... Ich meckere viel über das Spiel, ja. Primär über die KI, weil sie wirklich sehr fragwürdig ist an einigen Stellen. Aber das Spiel ist ein wirklich schöner Nachfolger. Und die Musik ist einfach super schön. Also generell die Atmosphäre. Mit den Hühnern, die hier gackern und... Ach, halt diese ganzen... Diese ganzen Kleinigkeiten, ne? So. Und wir können ja noch den Wall mal anfangen zu setzen. Ich werde den Wall hier lang ziehen, erstmal. Kann ich, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich kann nämlich einen Burggraben bauen. Das werde ich tun und Pech kann ich auch platzieren. Oh, geil. Okay, dann wenn wir den ersten Wall mal hier hinziehen, dann haben wir noch ein bisschen Area davor für Burggraben und Pech. So ein Pech. Das könnt ihr nicht tun, my Lord. Hallo? Gehört das jetzt mir? Mein Herr. Ah, jetzt. Was haben wir hier eigentlich? Was ist das? Welche Fähigkeit? Ich merke mir die Fähigkeit immer nicht. Ah, da war ich gerade. Ruft er... Oh, geil. Ja, damit mache ich gleich das Camp mal weg dort oben. So. Dann... Bauen wir hiervon noch eins. Und auch noch Stein. Das können wir... Nein. Stein, meinte ich. Das können wir denn zur Not verkaufen. Na, den Stein, den wir denn potenziell im Überschuss haben. So. Gehört das uns jetzt mal langsam? Noch nicht. Ach stimmt. Wegen Geschwindigkeitsregulierung. So. Reite du schon mal geschwind hier hin. Unsere Truppen werden angegriffen. Sehr gut. Befehligt uns. Ein Träumchen. Ui, warte mal. Zack. Gebt mir Deckung. Und du? Wir haben doch hier noch ein Lager. Lauf mal nach dort. Übernehmen wir die schon mal. Und du hast... Was für ein Problem, du hast keine Nahrung. Das ist nicht gut. Aber darüber könnt ihr euch eigentlich, glaube ich, selbst momentan kümmern. 24 von 24. Kümmern wir uns momentan noch nicht... Ach, ich brauche noch mehr Holz. There can't be enough wood. So, dann können wir jetzt nämlich hier oben mal noch ein... Also, theoretisch könnte ich hier... Das können wir nur auf unserer eigenen Länderei bauen, Sire. Ach so. Und dann ist hier die große Hungersnot ausgebrochen auf der Seite, oder was? Welche Prüfung erwartet uns? Aber die brauchen doch Nahrung. Hallo. Das können wir nur auf unserer eigenen Länderei bauen, Sire. Ich wollte euch eigentlich Nahrung geben, aber ich darf nicht. Das tut mir leid. Dann bauen wir mal noch ein Steinberg. Hier wird übernommen. Hier haben wir auch gleich übernommen. Vielleicht machen die das von alleine. Tut der hier irgendwas? Nee, ne? Der steht doch nur rum. Primär erstmal.
Ich schwöre euch meine Treue. Auf die Pferde! Mir fällt aber gerade noch ein. Ich benötige natürlich zeitnah. Was jetzt schon Nahrung? Du hast immer noch keine gebaut. Ich weiß aber auch nicht genau warum. Da kann ich nämlich. Ach so, ich muss hier auswählen. Okay, dann mach du Eisen und du hier oben produzierst mir Brot. Ach geil. Ich kann kontrollieren. So mache ich das jetzt also diesmal. Ah ja. Ja. So, und was hattest du? Was kannst du hier so als Option? So. Dann mach du doch mal Käse. Oder? Oh, da kann ich. Ich könnte ja hier auch sagen, mach Hopfen, da muss ich mich darum nicht kümmern. Hier auf Bierproduktion umstellen. Und du bringst von alleine? Das ist mir natürlich ideal. So, dann komm du mal wieder zurück. Weil Stein produziere ich selbst, glaube ich, genug. Theoretisch. Da kommt Stein, sehr gut. Dann können wir nämlich anfangen, hier die Kaserne und sowas auch schon mal zu bauen. Derweilen bauen wir mal das. Wie sieht's denn eigentlich aus? Warte mal, stimmt, wir haben noch gar keine Steuern. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Wir haben meine normale Beliebtheit, wir haben gut Essen. Dann können wir jetzt nämlich hier eine Waffenkammer und daneben die Kaserne platzieren. So. Du hast hier gerade Stein vorbeigebracht. Das ist natürlich ideal. Dann kann man nämlich hier zubauen. Wir müssen natürlich Torhäuser denn noch platzieren für die ne? Für die Leute, die hier rein wollen. Oh, wir haben schon Waffen. Uiuiui, schön. Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Schön. Der hier steht einfach nur dumm rum, oder was? Ist da nichts zu tun? Nun ja. Ich glaube, ich baue immer noch einen weiteren Fleischproduzenten hier hin, um die Vielfalt zu haben. Ah, sehr gut. Jetzt kann man nämlich ein Torhaus hier oben hinsetzen. So. Denn nur so können die natürlich hier ihr Zeug auch herbringen, die sie fleißig für uns produzieren. Wir werden angegriffen! Mordreds Truppen greifen an, Herr. Waffen benötigt, Sire. Schlachtordnung! Lord? Ja, mein Lord. Waffen benötigt, Sire. Für seine Lordschaft. Von oben? Für die Ehre. Okay. Waffenschultern. Geht nicht, Sire. Ach so, ja. Macht Sinn. Die laufen nach dort oben. Okay. Bereit, Sire.
Auf die Plätze! Los, unsere los. Burg ist aus mir noch nicht empfindlichen Gründen angeblich auch nicht dicht. Warte mal. So. Gibt es hier einen Weg hoch? Nee, ne? Nee. Und hier ist doch auch zu. Verstehe ich nicht, warum unsere Burg nicht... Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. ...dicht ist. Ah ja, die greifen mir an. Wo bist du denn? Dort. Okay. Was sollen wir für euch tun? Hier nach oben. Wie ihr wünscht. So, dann bauen wir hier doch, glaube ich, mal die Aussichtstürme. Wollen wir denn hier? Oh, genau, wir bauen das hier oben hin. Hier, schön erhöhte Position. Zack, zack! Gehen in Stellung! Und ihr... Sag nur, was ich tun soll. Reiten wir. Reitet los. Treibt die Pferde an. Werdet sie los. Unsere Truppen werden angegriffen. Yep, that's the plan. Eure Ritter stehen bereit. Für den Ruhm! Okay. Gut, gut. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt noch? Ach genau, das könnten wir noch machen. Und das und Turm. Ah, oh ja, das wäre vielleicht auch ganz lustig. Hier oben so hin. So. Zack und zack. Das passt da nicht hin, my lord. So. Ihr könnt nicht so weit schießen, das ist ja schade. Und hier kann ich auch keinen Turm... Könnte ich noch so einen Turm? Nee. Ich habe auch keinen Stein dafür. Aber jetzt... Passt der jetzt hier hin? So einer würde hier hin passen. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Das wäre natürlich nicht so gut. Vor allem, wenn wir noch nicht so viel Verteidigung haben. Aber dann stellt ihr mal auf. Wir werden angegriffen. Armbrüste. Mordreds Truppen greifen an, Herr. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ja. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Mordreds Truppen greifen schon wieder an. Ach, das sind wieder solche, okay. Wie ist das? Produziert ihr jetzt direkt für mich? Schön. Habe ich das jetzt auch schon? Habe ich das direkt? Nee. Wie kriege ich das denn? Wie kann ich mir das denn abholen? Brauche ich dafür auch so ein Teil? Wir werden angegriffen! Ja, warte mal. Okay. Achtung! Versteckt euch nicht in Camelot. Kommt heraus und stellt euch mir. Ich bin nicht in Camelot. Ich stehe hier und singe den lieben langen Tag. Okay. Ah ja, die greifen mir jetzt halt dort an. Das ist okay, aber da können sie auch noch nicht so viel tun. Lieber mal nicht. Nee, kommt mal nicht zu nah. Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen in Bewegung. Ach ja.
Wo lauft ihr denn jetzt gerade hin? Schwertkämpfer, vorwärts! Ah, schön. Okay. Sire? Aufs Schnellste! Oh, es ist übernommen. Dann geht man nach dort. Oh, Fu. Oh, Doppelfu. Männer an die Waffen! Unsere Truppen werden angegriffen! Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelehnt. Ja, und meine Leute sind wieder damit beschäftigt, andere Sachen zu tun und nicht die Welle zu verteidigen. Cool. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Waffen benötigt, Sire. Die Männer sind guter Dinge. Waffen benötigt, Sire. Zeigt's ihnen! Zeigt's ihnen! Wir sind eure Leute. Bogenschützen unterwegs. Ja, komm, hier, Bogenschützen, laufen. Augen auf, Männer. Hört mal los. Bitte auf, im Nahkampf zu kämpfen. Gut, ihr seid Bögen keine Nahkämpfer. Unsere Schwerter sind die euren. Okay. Dann würde ich sagen, Bewegung, Hundesöhne. Ich beende die Folge für heute hier. Ah, da kommt schon. Unser Leben gehört euch. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge einmal an, dass wir dieses Lager hier oben wieder einnehmen können und was wir hier gegen tun können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.